Ja, servus und herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Ja, an diesem wunderschönen Sonntag. Naja, schön, ist relativ kalt draußen und jetzt fängt es das Nieseln an. Da gemeldet um sehr 40 cm Schnee. Schauen wir mal. Egal. Ja, im Hintergrund knallt und klatscht. Was ist da los? Ja, ich bin wieder mal in der Kellerküche unten. Und ich habe gerade meinen Tag, mein Brottag. Heute ist Backtag, aber nur Brot, heute kann er Labler. Ich habe die Schanzen schon dort stehen. Sind drei Gewürze diesmal eingeplant und der Rest sind normaler. Schauen wir mal, wie viel es gibt. 10,6 Kilometer. Ja, einfach mal probieren. Das erste, was ich auswiege, sind jetzt dann die Gewürze. Die lege ich mir gleich auf Seiten, schmeiße dann an den Tag wo raus. Die Gewürze wieder neu. Mit meiner Gewürzmischung, die sind in der Dosen dort. Noch einmal durchkneten lassen. Und dann können wir die auch auswiegen. Und dann gibt es bei uns Kaffee trinken. Ja, ich fühle wieder später dran. Backtuch ist Backtuch, wollen wir nicht zerteilen, müssen sein. Genau, ja, das machen wir jetzt schnell.
So Leute, wir sind mittlerweile schon am Dienstag angekommen, den 9.2. Ja, ich bin gerade im Schweinestall noch. Ist, ich glaube, 6:30 war es jetzt mal. 6er-Glocken, ja, so vom Zeitgefühl würde ich sagen, es geht auf 6:30 zu. Backen am Sonntag hat gar geklappt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe meinen Zug vergessen, es ist aber dunkel geworden. Naja, kann ja mal vorkommen. Jo, bei den Schweinen sind wir doch gehitscht. Ein bisschen Stroh. Ja, die machen gerade ein wenig Silo, wenn ich noch rein. Der hört da hinten an. Der Rembel. Ich habe ihn noch frisch Bett eingestreut. Heute Nacht soll es ja ein bisschen lackelter werden. Ja, bin easy. Ja, die letzten zwei Nächte, das waren glaube ich minus 8 Grad oder sowas. Und ja, jetzt aktuell haben wir minus 7,5 oder sowas gehabt, denke ich. War da wenig kälter. Ich soll jetzt minus 17 kriegen. Ob es wieder stimmt oder nicht, naja, das lassen wir mal in den Raum gestellt. Der Winter ist auf alle Fälle auch bei uns angekommen. Falls wir nur draußen überhaupt was erkennen. Es ist weiß. Machen wir es doch einmal so. Moment, ich weiß nicht mehr, die Kamera, die macht ein wenig Eiche. Ja, der Winter ist bei uns auch angekommen. Das liegt da so ein sanfter Schneedecken. Sanft, naja, das sind. Ich habe einmal in Medien eingesteckt, 17 cm. Also, nichts Besonderes. Ja, du hast schon wieder ein wenig festgezappt noch. Aber wenn du den Medien da so direkt reinsteckst, 17 cm Schnee. Neue Schnee. Also, ist nicht die Welt. So dramatisch, wie ich sage, Milchholm ist es nicht. Ja, da sieht man schon auf dem Tuch, da ist gar nicht einmal so viel. Oh! Ja, da müssen wir heuer im Frühjahr mit dem Radlader auf, da kommen auch die ganzen Platten runter. Nicht gut. Ja, so schaut es auf alle Fälle aus. Die Schweine haben kein großes Interesse rauszugehen. Die waren einmal bis daher, sind sie ein wenig durchgetrabbelt, aber das war's da hinten, das ist alles unberührt, sieht man schon. Ah, die Hühner gehen auch bei dem Wetter gar nicht groß raus. Nee, ich hab da auch keine Lust. Ja. Ja, ich will bloß ans Fressen denken, ne? Eck. Wollt ihr auch mal was rein, die Kamera so? Da. Rüssel dir. Ja, nicht der Hensch fressen. Nein, das ist mein Hensch. Ja, so schaut es auf jeden Fall jetzt da aus. Ich habe ihn, wie gesagt, mit frisch eingestreut. Das Fenster, ich mache es nicht ganz zu. Ihr seht, das ist offen. Warum ist das Fenster offen? Dann mach es halt zu, dass er nicht frieren. Nee, ein wenig durchlüften soll es. Weil, wenn ich zu früh da runter in den Stall komme, dann sind die Scheiben immer platschnass angelaufen. Also die produzieren gut warm, die 6 Schweine. Oder sagen wir mal 2 Schweine und 4 Feige. Ja. Na Oma. Ich muss jetzt Nest bauen, weil es schließlich frische Stroh. Das hat recht. So, da habe ich ein Äste dabei. Das muss vom Feld unten sein. Vom oberen Teil. Naja. Und der Herr da, der war da wegen des Bauer, gell? Feierchen. Ja, da. Gut, dann machen wir noch unten Feierabend. Bei den anderen Viecher war ich schon durch. Ich gehe jetzt dann auf zum Abendessen. Und dann ist gut. Was ist denn das? Was knatzt denn da so? Habt ihr irgendwas gefunden, auf dem ihr rumkaut? Oder knatzen die Knochen, weil die Kälte ist? Ei. Naja, nee, ich sollte sich ein wenig an das Bauer nicht verkehren. Gut, in diesem Sinne, das war's schon mal für den Dienstag. So, und da wären wir mittlerweile schon am Freitag angekommen. Freitag um 22.27 Uhr. Ach du Scheiße, ja. Ja, es gibt noch ein bisschen was Neues zu sagen. Ich habe am letzten Samstag ja wieder Fleisch gekauft zu euch. Also Schweinefleisch. Und ja, anderes Zeug, Rindfleisch. Da haben wir Hackfleisch selber gemacht, also selber durchgelassen. Und Schweinehack und Rindfleisch selber durchgelassen. Gemischtes Hackfleisch habe ich gemacht.
Und ich habe mir unter anderem ein Schweinefleisch und Darm bestellt, weil ich einmal selber Wurst machen wollte. Und die habe ich gemacht. Und die wollte ich euch noch zeigen in dem Video. Ich werde probieren an der Stelle mal noch ein kurzes Video mit anzuhängen. Da hat meine Mutter was gefilmt mit meinem Handy. Also ist nicht unbedingt die beste Qualität wahrscheinlich, weil das war, glaube ich, aufrecht. Und da ohne Bildstabilisierung oder irgendwas. Aber ich hänge es trotzdem mal mit nach. Also, wen es interessiert, das machen wir mal an der Stelle. Super professionell. Oh! Oh! Der ist ja zu Ende. Nein! Das kann ich doch nicht. Was machst denn du? Ich bin der Darm für Knobel. Hochprofessionelle Würstchenmaschine. Das ist erlaubt. Ja, also wie gesagt, das war halt selber polnischer gemacht. Ich habe das Fleisch vorher mit dem Fleischwolfaufsatz auf der Küchenmaschine durchgelassen, habe es dann gekühlt und dann habe es dann mit Gewürze vermengt, habe es dann gekühlt und habe es dann in den Darm reingefüllt. Ja, war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich das gemacht habe.
Ich habe wahrscheinlich auch die Maschine falsch zusammengebaut, weil ich habe dann noch gesehen, das ginge wahrscheinlich auch mit einem anderen Teil. Dann hätte es wahrscheinlich auch ein bisschen gefüllt, ohne so viel Kraftaufwendung. Aber naja, muss man erst einmal rausfinden, muss man erst einmal drauf kommen. Es hat auf jeden Fall funktioniert, das ist das Wichtigste. Und ja, weißt, habe ich heute geraucht. Warum heute? Ja, ganz einfach, Freitag habe ich frei. Hat sich schön angeboten. Da habe ich die Zeit dafür gefunden, habe das gemacht. Draußen in meinem Raucherschrank. Und die hängen jetzt dahinter, nämlich da. Ja, also ihr seht schon, die haben da so ein wenig, ja, so heller Stellen. Und wenn man drauf langt, da ist ein Haufen Luft drin. Die waren einfach nicht gut gefüllt. Das war, wie gesagt, das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Ich habe es auch nicht so prall gefüllt, wie man es auch wahrscheinlich hätte füllen können. Weil der Darm, der dehnt sich unheimlich. Das habe ich unterschätzt gehabt, gebe ich ja zu. Ja, ich wollte auch nicht zum Zerreißen bringen vom Abdreher. Ich habe es ja abgedreht, direkt wenn sie rausgelaufen sind und dann abgedreht und wieder den nächsten. Da habe ich auch den Tipp gekriegt, man soll es auch komplett rauslassen und soll es auch dann im Nachhinein abdrehen. Ja, wie gesagt, also ich habe es vorher noch nie gemacht. Ist gut zu wissen, solche Tipps sind sehr hilfreich. Die helfen mir ungemein weiter. Und fürs nächste Mal weiß ich jetzt Bescheid. Ich habe mir jetzt auch, weil ich ja noch einmal probieren möchte, fürs nächste Mal jetzt gleich noch einmal was bestellt, dass ich das wieder mit dazu kriege. Ja, die sind jetzt, wie gesagt, geraucht. Ja, sind auch ein wenig dünner wie polnischer. Das könnten jetzt eher so Mini-Salami oder sowas sein. Die waren jetzt 4 durch Luft getrocknet. Nee, stimmt nicht. 4 durch stimmt nicht. Eigentlich seit dem Samstag. Seit dem Samstag wurden sie erkennt. Also es ist quasi der Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. 5 durch Luft getrocknet und heute geraucht. Jetzt machen wir 8 Stunden. Heute früh angefangen, 16 Stunden geraucht. Hat schön gepasst. Jetzt hängen sie dahinter zum Auslüften. Dahinter in der Küche riecht jetzt gewaltig nach dem Rauch quasi, weil die geben jetzt das Aroma dann ab. Aber schmecken domsa. Ich habe vor dir erwascht. Habe ich welche mitgenommen gehabt auf meine Baustelle. Ich habe jetzt ein paar Mal drin im Schlachthof in Kulmbach gearbeitet, von der Arbeit aus. Und da bin ich am Mittwoch mit einem Mitarbeiter da ins Gespräch gekommen. Das ist ein polnischer Mitarbeiter, mit dem er ein wenig gewarft hat. Und habe halt seitdem danach gesagt, da sind wir irgendwie drauf gekommen, als ich polnisch hatte, haben wir hat er schon die Bilder angeguckt und gesagt, oh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Guter Metzger. Ich sag, nichts Metzger. Gelernter Bäcker. Na, auf jeden Fall. Am Donnerstag war ich dann wieder drin. Und ich habe mir welche mitgenommen, da waren sie noch nicht geraucht. Und dann habe ich noch gesehen, da habe ich gedacht, Mensch, stimmt, jetzt lasse ich noch mal probieren. Und dann habe ich noch die gegeben, der war hellauf begeistert. Also der war wirklich begeistert, hat gesagt, sehr gut gemacht. Mit dem Knoblauch drin, mit den Gewürzen, wo es drin ist. Für das, dass es das erste Mal war, richtig klasse. Der war zufrieden, also glaube ich, habe ich nicht so viel verkehrt gemacht. Wie gesagt, ja, fürs nächste Mal mache ich es jetzt besser, deswegen will ich jetzt noch mal welche machen. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Dauert natürlich seine Zeit, ist mal ein bisschen drüber, bis man mal raus hat, wie der Fleischwolf richtig funktioniert, wie man ihn einstellen muss und. Aber ja, doch, mir hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich das Ganze wiederholen kann und dass es beim nächsten Mal natürlich besser wird. Die Waschen sind mittlerweile schon weniger geworden. Ja, ich habe die jetzt da bei mir in der Küche aufgehängt und ich entschuldige mich an dieser Stelle nochmal für das Geflimmer. Das kommt leider von dieser Lampe da oben. Ja. Die Kamera kriege ich nicht so eingestellt, dass die das Geflimmer rauskriegt. Ja, es ist ja allseits bekannt, dass Lagerhallen, die mit Neonröhren beleuchtet sind, eigentlich scheiße sind fürs Augenlicht, weil die ein Flackern abgeben und die Kamera, die erwischt halt dieses Flackern. Mit bloßem Auge erkennt man es nicht, aber die Kamera filtert dann das schön raus. Naja, ist halt leider so. Tut mir leid. Möchte ich mich an der Stelle nochmal entschuldigen. Jo, auf jeden Fall habe ich das gemacht. Jo, schauen gut aus und schmecken gut. Jo, und dann habe ich die Wochen noch meinen Christbaum abgebaut. Ja, Lichtmessen war ja am 2. Der Christbaum war ja eigentlich da gestanden. Der ist jetzt auch wieder verrammt. Ist ja ein künstlicher Baum. Ist klar, jetzt muss nur jemand ins Katzenklo gehen. Ja, der ist wieder verrammt. Und es gibt noch eine Neuigkeit.
Bin mal gespannt, wann das Ding kommt. Ich habe mir eine Ballenzange bestellt. Ja, eine Rundballenzange für Silageballen auf die E-Bike Leinanzeigen. Den Tipp habe ich vom Micha gekriegt, vom Bekannten von mir. Wie ist jetzt Micha? Der hat gesagt, die haben selber so eine. Die ist gut. Die habe ich bei ihm schon im Einsatz gesehen. Die habt ihr, denke ich, auch schon im Einsatz gesehen. Ja, doch, definitiv in dem einen Video, wo ich Silo gemacht habe. Ja, und da habe ich mir jetzt Anna bestellt, weil mir ist das sowas von auf den Nerv gegangen, die Siloballen mit der Palettengabel bzw. mit der Mulden oder mit ja, Kronschlupf und dergleichen hier und her zu wuchten. Das ist einfach eine nervige Arbeit. Ich wollte mir das auch ein wenig leichter machen. Ist eine Anschaffung, es kostet mich jetzt 625 Euro das Ding mit Versand und mit Steuer und allem. Aber ja, gut. Das magst du einmal und dann hast du das Ding ja eigentlich ewig. Was geht Grußdruck kaputt? Nee, bin ich zufrieden damit. Das passt für mich und schauen wir mal, wann die kommt. Na, was machen denn die zwar? Wüssten dran muss. Da ist Kleid. In dem Laufrad Pony. Naja. Ja, habe ich mir auf jeden Fall auch gegönnt. Ja, es ist ja heuer auf jeden Fall fest eingeplant, die Garage zu bauen. Heuer definitiv. Jetzt habe ich es in dem Video wieder gesagt und jetzt war es aber definitiv einmal Zeit. Ich war mit dem Betonmischer vom Bekanntenleier. Ich muss jetzt natürlich dann eine Menge Geld auf Seiten legen, dass ich mir den Beton anschaffe, weil gießen möchte mir Fundament selber. Da lasse ich keinen Betonmischer kommen, das machen wir selber. Armierungsstahl habe ich ja unten liegen, den habe ich ja auch letztes Jahr gekriegt. Jetzt war es endlich Zeit, dass das Ding gemacht wird, weil das geht mir sowas vor auf den Käse, dass die Bulldog-Dode so blöd geparkt sind. Ja, dann endlich haben wir die Garage noch in Angriff nehmen heuer und dann war das auch. Ja, das sind so die Pläne. Jetzt für die nächste Zeit. Wehe! Lass bloß das Spielzeug vor die Katzen liegen. Ja, so ist auf jeden Fall der Plan. Der wollte gerade die Spülmaus vor die Katzen klauen, der Willi. Darf er nicht, weil der zerpflückt alles. Gell, Amun? Was denn? Hm, klar, ne? Jo, sind die Pläne für die nächste Zeit. Wann es mit dem Betrag losgeht, schauen wir mal. Die Kreislecken ist ja vorher auch noch dran, die soll ja noch neue Loche kriegen. Wart alles. Früher oder später, macht euch da mal keiner Sorgen. Aber dann wisst ihr so mal den groben Plan, was heuer so ein wenig angedacht ist. Ja, unter anderem. Mein Auto ist ja auch noch dran. Zahnriemen wechseln und die zwei Bremszylinder hinten tauschen und die Bremsen tauschen. Dichtungen tauschen und, bibabo, tralala. Ja, kann alles bloß besser werden. Ja, das ist wie gesagt jetzt der aktuelle Stand für die Woche. Und es ist der aktuelle Stand, was jetzt dann demnächst passiert. Wenn die Ballenzange da ist, gibt es natürlich ein Video. Die soll ja dann, die hat Euro aufgenommen, die soll ja dann eine Radlade von einer. Und später vielleicht, wenn der MP-Drag einmal fertig ist, der soll ja eine Frontlade kriegen. Soll sie auch noch einen MP-Drag mit noch können. Geht sich ja anbieten, Ballen irgendwo pressen, dann kannst du die Kippe hinten noch hängen, fährst irgendwo auf deine Wiesen, auf deine Flächen, presst das Zeug oder lässt es pressen und wickeln und dann brauchst du es bloß noch in Ruhe aufladen, wie du das willst. Ist optimal. Genau. Ja, wie gesagt, also wenn das soweit ist, gibt es auf jeden Fall ein Video. Ich habe vorhin in der WhatsApp-Gruppe von mir ein wenig rumgefragt und da hat auch nicht gesagt, 2 Wochen circa. Schauen wir mal, wenn es 2 Wochen sind, ist recht, wenn es 4 Wochen oder 6 Wochen sind, dann dauert es halt ein wenig länger. Gibt es wenigstens was, worauf man sich freuen kann. Gut, in diesem Sinne würde ich jetzt sagen, das war's dann für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist wieder mal ein Kurzupdate. Wir haben, wie gesagt, immer noch Winter. Draußen ist es, ihr seht es, dunkel. Wir haben Schnee draußen. Wir haben aktuell minus 9,2 Grad draußen. Die letzte Nacht waren minus 16,2.
Das heißt, für mich ein wenig mehr Arbeit, weil die Wasserkübel hinten bei den Viechern dann nicht mehr zugefroren sind. Muss man halt wieder freiklopfen, beziehungsweise Frischwasser in den Hintertrunk. Ja, mit dem Schlauchbogen, den Tipp habe ich mir zu Herzen genommen, dass ich auf die Idee selber nicht gekommen bin. Ich glaube, das nennt man Betriebsblindheit. Den Schlauchbogen habe ich nur ins Waschhaus gestellt. Geht natürlich viel einfacher, weil da gefriert auch nichts ein, weil im Waschhaus ist ja warm. Ja, in diesem Sinne auch hier nochmal ein Dankeschön. Wie gesagt, das ist manchmal, glaube ich, eigentlich so eine Betriebsblindheit. Man stellt den Schlauchbogen immer da hinten an, bläst immer wieder den Schlauch auf und kommt nicht auf die Idee. Man könnte ja natürlich hergehen, könnte einfach den Schlauchbogen ins Waschhaus reinstellen und da braucht man nichts freiblasen, weil dann Schlauch hinten zum Fenster hinaus, Wasser auffüllt, Schlauch wieder da rein und dann steht er wieder im Warmer. Gut, warum ich das gemacht habe, weiß ich selber nicht. Ja. In diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Und wir hören uns wieder. Bis dann. Servus.